Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Herr der Ringe Online. Ja, ich hatte beim letzten Mal ja eigentlich eine kleine Überraschung angekündigt. Daraus ist leider nichts geworden. Eigentlich wollte ich ein bisschen im Together machen. Hat leider nicht so geklappt, wie es sollte. Von daher mache ich dann jetzt also allein weiter. Wir haben beim letzten Mal schon die Aufgabe angenommen, die uns als nächstes erwartet. Nämlich hier bei Aragorn im Tänzel im Pony. Übrigens, falls ihr euch wundert, wo hier das ganze Menü hin ist, ich habe das einfach mal weggemacht. Das kann man ohne Probleme, falls ihr das machen wollt, mit Steuerung halten und dann U drücken. Steuerung plus U, da könnt ihr es verschwinden lassen und auch wieder auftauchen lassen. Das Problem ist halt, wenn ihr durch die Gegend reist, ihr habt zwar schöne Bilder, aber der Radar ist auch weg. Das heißt, ihr müsst dann genau wissen, wo ihr hin wollt oder wo ihr lang reiten könnt. Werde ich aber bestimmt mal, wenn wir irgendwelche Panoramabilder machen wollen, dann mal mit so nebenbei machen. Mal schauen, vielleicht bietet sich das auch in irgendwelchen Instanzen an. Wir wollen jedenfalls, ich gehe jetzt mal kurz hier von Aragorn weg. Nicht, dass der hier denkt, ich bin irgendwie so ein creepy, keine Ahnung, Stalker oder sowas. Nein, wir wollen jetzt Amdir das Handwerk legen. Denn Aragorn hat irgendwie rausgefunden, wo der ist. Und deswegen machen wir uns jetzt auf den Weg. Vorher will ich aber nochmal ganz kurz was erklären. Deswegen hatte ich eigentlich gehofft, das im Together machen zu können, weil mein Together-Partner bzw. meine Together-Partnerin eine Elbin angefangen hat und die Elben ein anderes Stadtgebiet haben. Das habe ich ja schon mal erklärt. Nun, nicht bloß das Stadtgebiet ist anders, sondern natürlich auch die Story, die da im Prolog anders dann daherkommt. Und zwar hat man bei den Elben und Zwergen nichts mit Amdir und dergleichen zu tun. Davon erfährt man gar nichts. Dafür hat man dort mit einem Zwergenherrn zu tun. Und zwar ist es so bei den Zwergen, es gibt die Grimhans, das sind kurzbärtige Zwerge und dann halt die langbärtigen. Und die liegen da in den Eredluin, in den blauen Bergen, im Clinch miteinander. Und die Grimhans, die haben sich auf die böse Seite geschlagen, auf die dunkle Seite der Macht, wenn man so will. Und ihr Anführer war mal vor langer Zeit ein Zwergenfürst namens Skorgrim. Und Skorgrim hat eine Elbenzuflucht in den blauen Bergen angegriffen. Ist dabei aber ums Leben gekommen. Ich glaube, der ist komplett erdacht. Also den gibt es nirgendwo in Tolkiens Werken, wird er irgendwie mit erwähnt, soweit ich weiß. Der ist komplett hier von den Machern erfunden. Jedenfalls ist es so, dass mit Hilfe einiger untoter Arid-Fürsten, also die Arid-Fürsten, was das ist, werden wir viel später noch kennenlernen. Ich sag mal momentan so viel dazu, das muss reichen, es sind Untote. Die haben dabei mitgewirkt, den Skorgrim wieder zum Leben zu erwecken. Und auf den werden wir hier treffen, deswegen erzähle ich das mal kurz. Also den werden wir hier mal kurz antreffen und danach eine ganze Weile nicht mehr. Aber damit ihr überhaupt eine Ahnung habt, wer das ist, wollte ich das mal ganz kurz mit erwähnen. Seid ihr zum Aufbruch bereit? Bin ich durchaus. Und dann können wir uns auch auf den Weg machen. Eine Anmerkung noch, fällt mir gerade noch ein. Ich habe die Musik endlich mal ein bisschen leiser gemacht. Nach über 1000 Spielstunden in diesem Spiel bin ich zum allerersten Mal auf die Idee gekommen, hey, man könnte ja mal in den Optionen gucken, ob man die Musik nicht vielleicht auch leiser stellen kann, weil sie mir beim letzten Mal, bei den letzten zwei Aufnahmen mehr zu laut war. Ja, und jetzt sollte das ein Stück angenehmer sein. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Seid ihr fertig? Dann haltet euch bereit, denn sobald die Sonne untergeht, marschieren wir zu dem Lager, in dem sich Amdir und der Zwergenfürst versteckt halten. Streicher und die Waldläufer verfolgen ihren gefallenen Bruder zum Lager der Schwarzwolds. Aber nicht alles ist so, wie es scheint. Amdirs Schreckensherrschaft muss jetzt enden. Ich hoffe mal, das mit dem Kämpfen klappt noch ganz gut bei mir, weil ich habe jetzt schon doch ein paar Wochen nicht mehr mit ihm gespielt und mit den Jägern bin ich noch nicht ganz so firm. Na, wir schauen mal. Wir reden erstmal mit Thortan, also die Blauen, das heißt ja immer, man kann mit denen reden und die sagen was, aber es hat nicht wirklich was mit dem zu tun, was man hier macht. Die könnte überall sein. Warum seid ihr euch so sicher, dass er hier ist? So, naja, aber schauen wir mal. Ich grüße euch. Ich würde diesen Räubern nur zu gerne den Garaus machen. Aber ihr solltet zuerst mit Streicher sprechen. Er organisiert unsere Taten. Gut, schauen wir mal. Es ist Übles im Gange. Fühlt ihr die Kälte? Das ist keine normale kalte Luft. Das ist die Kälte der Angst, die Kälte des Bösen. Ich habe keinen Zweifel, dass Amdir hier ist. Doch da ist auch noch etwas Schlimmeres. Wir sollten uns trennen. Zum Wohl von Mittelerde dürfen wir niemanden entkommen lassen. Lenglin und ich suchen nach einem anderen Weg ins Lager, während ihr und Thortan nach Amdir sucht. Wir müssen uns beeilen, bevor das Böse von hier losbricht und ganz Breland bedroht. Es ist Zeit, dass wir handeln.
Oh ja, es ist Zeit. Na dann, Tortan, lass uns mal aufbrechen. Tortan, nehmt Aigir mit euch zum Haupttor. Lenglin und ich werden nach einem anderen Eingang suchen und von dort aus den Angriff verstärken. Jawohl. Gut. Gut. Lenglin, lasst uns gehen. Ab mit euch, los! Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ach, das hatten wir ja schon. Gut, da ist nichts Neues. Die zwei sind dann auch weg, also eigentlich... Ja, jetzt geht's los, okay. Seid ihr bereit? Kommt mit mir. Es ist an der Zeit, mit Amdi und diesen Räubern aufzuräumen. Falls Amdi entkommt, könnte es das Ende von Mittelerde bedeuten. Ja, jetzt mal nicht so... Ne, nicht mal ganz so extrem schwarzseherisch hier sein, bitte. Auf geht's. Wir müssen Amdi finden. Gut, gehen wir mal auf die Suche und schauen mal, ob das mit dem Kämpfen noch so gut klappt wie vorher. Wir sollten nachsehen, wer es ist. Was war das? Dieser Zwerg muss verrückt geworden sein. Räuber, schnappt sie euch. Na gut, dann schnappen wir sie uns, die Jungs. Ich fällt gerade auf, ich hätte meinen Fokus mal aufladen sollen. Das hätte helfen können. So, der andere will gleich gar nicht. Genau, hier gibt es nämlich auch welche, die wollen nicht kämpfen. Generell wird der Kampf jetzt natürlich nicht so schwer. Wir müssen Amdi finden. Wir verschonen mal die, die gar nicht gegen uns kämpfen wollen. Und die anderen machen wir nieder. Ich muss aber dazu sagen, ich bin natürlich jetzt schon ein paar Level über dem, was wir hier haben. Ich glaube, die Mission ist für Level 15 und wir sind Level 20. Also, das wird relativ einfach, denke ich mal. Sollte ich hoffen zumindest. Wenn nicht, dann muss ich mir echt Gedanken über meinen Kampfstil machen. So. Räumen wir die junge Dame mal weg. Und weiter. Den können wir gleich hier aus der Ferne uns schnappen. Machen wir so. So, tödliche Präzision. Okay, neuer Fokus. Tortan, kommst du? Oder folgst du mir? Wie ist denn das mit dir? Aha. Schön, dass du dich doch noch dazu entschlossen hast, mitzukommen. Wir machen mal die hier drüben fertig. So, und ich glaube, da vorne ist noch ein Wächter, den wir... Ach, Vollstrecker heißen sie. Genau, den meine ich. Stört den Namen der Schwarzwolfs. Den sollten wir vielleicht noch ausschalten. So, und damit müsste die erste Etappe schon geschafft sein. Huch. Hat er sich gerade teleportiert? Also ich habe gerade woanders hingeschaut, aber kam mir so vor. Müsst, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um eure Nerven zu stehlen. Nee, nee, also ich muss mich eigentlich nicht ausruhen, das geht schon. Leise. Die Dunkelheit kommt näher. Dort in der südlichen Ecke des Lagers. Dort ist die Ursache für die Angst der Schwarzwolfs zu finden. Kommt! Lasst mich mal einen Blick auf dieses Tor werfen. Schlossknacker vom Dienst. Du solltest Notfallschlosser werden, mein Freund. Gut, wieder ein paar aufzuräumen hier. Genauso herausfordernd wie vorher auch. Irgendjemand, bitte, Verstärkung! Ups, wollte ich gar nicht. Habt ihr immer gedacht, der Dienst für Angmar hätte keinen Preis? Was ist denn da los? Da haben wir unseren Freund Skorgrim, von dem ich gerade erzählt habe. Warum seid ihr so beunruhigt, Schwarzwald? Was wollt ihr von mir? Ich Na? Ich habe sie am Ende doch noch gefunden. Ihr seid von euren Verpflichtungen entbunden, Schwarzwold. Und nun zu euch, Waldläufer. Ich habe andere Dinge zu tun. Mein Diener wird sich um euch kümmern. Ein Grabunhold und Skorgrim flüchtet ins Nichts. Dann müssen wir uns mal um die Freunde hier kümmern. Kommt, wir sind hier noch nicht fertig. Ich fürchte, dass dieser verderbte Zwerg hier noch nicht das letzte Übel war. So, ich muss aber mal ganz kurz mich ein wenig regenerieren. Die größten Übel könnten hinter diesen Tore lauern. Ruht euch jetzt aus. Wir werden später unsere Ja, ich werde mich jetzt auch ausruhen. Genau das hatte ich eigentlich vor. So, schauen wir mal kurz hier rein. Und dann muss ich mal eben... So, die Tat, das war die Verfeindung der Toten. Ja, besiegt Unholde. Gut, das werden wir noch ein bisschen ausbauen, beziehungsweise ich werde das abseits der Aufnahme vor allem ausbauen. Aber ich glaube, wir bekämpfen auch so noch ein paar Untote hier im Hauptquest dann später. Jetzt muss ich aber mal kurz schauen. Nee, ich dachte gerade, ich hätte so eine Überlieferung von Cardolan gekriegt, weil ich ja auch die Tat dazu bekommen habe. Aber doch nicht. Hat man das hier mit drin? Ach, ich kann da aber nicht draufklicken. Das ist schade. Also gibt es dann quasi... Ich glaube, die Überlieferung von Cardolan, wir können ja mal kurz schauen. Also wir können ja die ganzen Taten uns ja anschauen. Und ich muss jetzt in die Abteilung, wo muss ich denn hin? Eriador, natürlich.
Schätze ich mal zumindest. Und dann hier im Breland sollte es mit drin sein. Genau, die Überlieferung vom Prinzen von Cardolan. Man findet dann, wenn man Untote niedermacht oder die Unholde niedermacht, dann findet man hier Aufzeichnungen aus Cardolan, verschiedene Seiten. Und kann das vervollständigen, um dann ein bisschen Weisheit zu erlangen. Ist für uns jetzt nicht so wichtig, weil die Weisheit vor allem für die ganzen magiebasierten Klassen wichtig ist, da man hier viel Wille mit rausziehen kann. Für uns ist das jetzt nicht so wichtig, aber naja, mal schauen. Das ergibt sich eventuell vielleicht sogar von allein. Ist aber auch nett, was Skorkrim hier für ein Schlachtfeld für hinterlassen hat. Ne? Also was der hier so angerichtet hat für ein Blutbad unter den Grimm, nicht Grimm, Entschuldigung, unter den Schwarzwolds. Die sind also eigentlich am Ende auch bloß Opfer. Ne? Sie haben gedacht, sie könnten hier groß was rausschlagen, wenn sie mit den starken Leuten zusammenarbeiten, den Bösen. Aber am Ende hat sich's doch gerecht und dann haben sie letztendlich den Kürzeren gezogen und sind alle gestorben. Bleibt einen Moment. Wer war dieser Zwerg und wieso kann er Unholden Befehle erteilen? Es ist klar, dass die Schwarzwolds sich vor dieser Kreatur fürchten. Aber ich fühle nach wie vor, dass sich noch etwas Größeres in diesen Ruinen befindet. Und wo ist Amdir? Vielleicht hinter diesem Tor da. Nur nicht die Nerven verlieren. Los, Notfallschlosser vom Dienst, mach auf! Und dann wollen wir mal diese nette lange Treppe hinaufgehen und schauen, welches Schicksal uns am oberen Ende erwarten mag. Ihr werdet euch nicht einmischen. Amdir ist jetzt ein Diener des großen Auges. Jetzt Amdir, nehmt die Robe des Kargul, des Abgeschnittenen. Die Waldläufer kommen mit Feuer. Die Narren kommen zu spät. Amdirs Verwandlung ist so gut wie abgeschlossen. Wir überlassen Amdir und diesen Narren eure Obhut, Eogan. Jawohl, mein Herr. Namen der Dunedain. Im Namen Angmars. Folgt euren Befehlen, Meister. Ihr kommt zu spät. Ich bin der Kargul. Ich diene dem großen Auge. Und für Amdir ist es zu spät. Wir können nichts mehr tun, als ihn auszuhalten. Es tut mir leid, Amdir. Ruht in Frieden. Ja, Amdir, tut mir leid. Und nun haben wir auch gesehen, was aus denen wird, die von der Mogulklinge gestochen werden. Sie werden zu niederen Geistern in das rote Gewand gehüllt, zu den Kargul. Was für ein schrecklicher Tag. Es ist sowohl ein finsterer als auch ein fröhlicher Tag. Es tut mir weh, dass wir gezwungen waren, Amdir zu töten. Aber dennoch ist eine Last von meinen Schultern gefallen, da er nun seinen Frieden gefunden hat. Ich werde euch zu Streicher zurückführen und zu meinem Lager zurückkehren. Muss ein hartes Los sein, seinen eigenen Freund erst so zu sehen, wie er sich so verwandelt und ihn dann töten zu müssen. Was für ein schrecklicher Tag. Sogar die Luft scheint von dieser nächtlichen Aktion verpestet zu sein. Wir sollten hier nicht länger verweilen. Die Nazgul haben den Isen überquert und ziehen nun in Richtung Auenland. Die Hobbits müssen schnell sein, wenn sie dem Zorn der Neuen entgehen wollen. Wir können nur hoffen, dass es Frodo gelingt, den Fallen des Feindes zu entrinnen. Also machen sie offenbar erst an der Stelle über den Brandywine drüber und verlassen das Auenland gen Krickloch. Welches wir gleich noch sehen werden. Also alle, die mit Krickloch nichts anfangen können, schaut weiter. Wahrscheinlicherweise erst in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wie ich das Ganze schneiden werde, aber ich nehme es bald mal an. Weh über Amdir. Es hat mich tief getroffen, dass es dem Feind gelungen ist, Amdirs Gesinnung derart zu ändern. Er war mein Freund, Teil meiner Familie. Meine Leute werden ihn als den Mann in Erinnerung behalten, der er einst war. Gut und edelmütig. Ich mache mir Sorgen, weil die Nazgul den Fluss überquert haben und ausgerechnet jetzt ins Breland eingefallen sind. Es geschehen Dinge, die das Schicksal von Mittelerde beeinflussen könnten. Falls ihr willens und in der Lage seid, hätte ich da noch eine weitere Aufgabe für euch. Na klar, wir schauen bloß erstmal. Das müssten leichte Handschuhe sein. Wir nehmen aber wohl eher die mittleren. Wobei, Schicksal ist jetzt nicht so wichtig, ne? Was macht denn der Umhang? Wie sieht der denn aus? Der ist auch gar nicht so schlecht. Ich glaube, ja, ich werde den Umhang nehmen. Die frisch hergestellte Rüstung ist übrigens, das wurde erst später eingeführt. Weiß ich nicht, ob ich das irgendwann später vielleicht mal mit auswählen werde als Belohnung.
Da können wir uns dann selbst ein Ausrüstungsstück aussuchen, aus einem kompletten Ausrüstungsset. Allerdings habe ich es bisher noch nicht einmal erlebt, dass das wirklich besser war als das, was ich schon getragen habe. Von daher lasse ich das lieber sein und nehme lieber eins von den Dingen, die mir hier angezeigt werden. Ich habe eine Aufgabe für euch. Und wir sollen wieder zu Banbart Unterberg. Da waren wir ja schon lange nicht mehr. Ich würde zu gerne wissen, wer der Zwerg war, den ihr im Lager des Schwarzwolds getroffen habt. Zwerge sind von Natur aus edel gesinnt und lassen sich von nichts und niemandem etwas vorschreiben. Warum dieser hier dem Feind dient, kann ich nicht sagen. Noch schlimmer aber ist das Auftauchen der Nazgul. Ich muss zur Oststraße gehen und dort die Augen offen halten, denn ich erwarte Reisende und habe nun Angst, dass ihnen etwas zustoßen könnte. Würdet ihr nach Schlucht gehen und mit einem Bannwart namens Unterberg sprechen? Ihr kennt ihn vielleicht, ein kräftiger kleiner Bursche, der meist mitten durch die Stadt schlendert. Schlagt Unterberg vor, das alte Versteck der Schwarzwolds zu durchsuchen. Sobald diese Aufgabe erledigt ist, kehrt ihr her zurück und berichtet mir davon. Sollte ich dann nicht mehr hier anzutreffen sein, dann geht vom Schlimmsten aus. Welche Straße habt ihr gewählt, Frodo? Die Ringgeister durchreiten offen das Auenland. Und doch gibt es Orte, die weit gefährlicher sind. Wenn ihr den Weg wählt, den ich fürchte, sucht nach dem Licht in der Dunkelheit. Tom Bombadil. Ja, also sind Frodo und seine Freunde offenbar doch schon entweder im alten Wald oder sogar schon in den Hügelgräberhöhen. Wir werden den ganzen Weg noch verfolgen, das habe ich eigentlich vor, mal vom Auenland aus wirklich bis nach Bree dann auch den Weg zu verfolgen, den der Ring bzw. den Frodo genommen hat. Und dann auch mal ein bisschen genauer, wie es im Buch beschrieben wird, die Story zu verfolgen. Und nicht so, wie es im Film ist, denn da ist auch einiges anders. So, aber erstmal wollen wir wieder zu Banwart Unterberg. Während Frodo gerade auf dem Weg nach Bree ist und dort auf Aragorn treffen wird. An der Stelle muss ich aber sagen, ist eine kleine Ungenauigkeit drin. Denn Aragorn sagt ja, er erwartet Reisende. Nun, eigentlich ist es so, dass er schon seit ein paar Monaten die Reisenden erwartet. Vielleicht ist er deshalb auch so schnell nach Bree wieder zurückgegangen, als Amdir noch verletzt in Schlucht, nicht in Schlucht, in Arche zurückgeblieben ist. Das könnte natürlich sein, denn es geht dabei natürlich um Frodo und seine Freunde und er weiß, dass die den Ring dabei haben. Das ist eine viel wichtigere Mission. Von daher kann es schon sein, dass er deswegen auch so schnell wieder zurück ist. Aber an der Stelle klang es so, als ob er die jetzt erst erwarten würde. Tatsächlich erwartet er die schon seit ein paar Monaten, denn ein Brief, den Gandalf ins Auenland schicken wollte, der ist nie angekommen. Aber das erkläre ich dann, wenn wir hier den Weg des Rings mit beschreiten. Guten Tag! Oh, hallo! Kann ich euch behilflich sein? Die Schwarzwolds wurden auseinandergetrieben und haben sich zerstreut, sagt ihr? Das sind ja gute Neuigkeiten für Schlucht. Dieser Waldläufer, Streicher, meint also, wir sollten uns Stinkholzens altes Versteck ansehen? Nun, ich weiß nicht so recht. Ich habe gehört, das soll nicht unbedingt ein sicherer Ort sein. Darf ich euch einen Moment eurer Zeit stehlen? Nun, ich vermute, ihr habt recht. Ich sollte sicherstellen, dass diese Schwarzwolds sich nicht wieder in ihrer Höhle versteckt halten und ihre Kräfte sammeln. Ich dürfte dabei jedoch Hilfe brauchen. Wollt ihr mit mir zu Stinkholzens alten Versteck gehen? Es liegt südlich des Wachhauses am nordöstlichen Ende des Stadelsees, ganz in der Nähe der Stadelfälle. Ich weiß doch, wo das ist, ich war doch da schon. Wenn sie sich dort sammeln, dann brauche ich Unterstützung, um sie zu vertreiben. Sobald ihr bereit seid, kehrt ihr zurück und wir gehen alle gemeinsam zu dem alten Versteck. Okay, los geht's. Ein wundervoller Tag, nicht wahr? Nun gut, ich bin fertig. Und ihr? Wir auch. Und diesmal kommen wir direkt ins Versteck, ohne hinreisen zu müssen. Amdirs Niederlage hat den Schwarzwolds das Genick gebrochen. Doch noch immer sind nicht alle Teile des Rätsels gelöst. Du meine Güte! Meine Güte, hier ist es ja still wie in einer Gruft. Ich wünschte, wir könnten sagen, alles sei friedlich und wieder gehen. Aber ich denke, damit wird es wohl nicht getan sein. Also gut, schieben wir das Unvermeidliche nicht weiter auf. Kommt und haltet eure Klinge bereit, falls es Ärger geben sollte. Schön vorsichtig, wie jetzt alles Mögliche leben. Na klar, machen wir uns mal auf die Suche nach irgendwelchen Hinweisen. So, da haben wir auch schon die ersten Viecher. Ja, das ist jetzt natürlich eine ganz gechillte Aufgabe für uns hier. So, haben wir mal hier drauf. Dem geben wir noch so einen mit. Einen Moment, ich habe hier den Schlüssel. Immer schön, wenn man einen Türöffner dabei hat.
So, den gehen wir mal im Nahkampf hier ran. Und der andere kriegt einen aufgeladenen drauf. Durchdringenden Schuss natürlich. Was für entsetzliche Geschöpfe. So, oh, ich habe eine Tat abgeschlossen. Wunderschön. So, geh schon mal weiter, wenn du willst. Ich schaue mir das erstmal an. Okay, die mittelschwere, die habe ich jetzt freigeschaltet. 5 Punkte. Lasst uns weitergehen. Ja, ich komme gleich. Ich komme gleich. Und den Titel Panzerbrecher können wir jetzt theoretisch tragen. Aber nö. Ich bleib dabei bei dem, was ich habe. Was bin ich eigentlich? Ich bin, glaub, Aigia aus Rohan. Ja, genau. So, kommst du klar? Ich hoffe, das läuft soweit bei dir, Unterberg. Oh, geht doch. Brauche ich mir doch gar keine großen Sorgen um den kleinen Mats machen. So, aber es wird natürlich noch ein kleines bisschen herausfordernder. Nicht viel, aber ein bisschen. Denn es sind tatsächlich keine Räuber mehr hier. Zumindest. Die herzukommen war vielleicht doch keine so gute Idee. Ja, wir werden sehen, ob es eine gute Idee war. Zumindest, ich glaube, ein Räuber ist noch hier, aber ansonsten keine mehr. Lasst uns weitergehen. Aber es gibt andere Gefahren und auch größere als Zirperkörper. So, können wir auch gleich aus der Ferne drauf schießen. Oh nee, kommt doch nicht alle zu mir, Mensch. So, na gut. Geht auch. So viel ziehen sie mir dann nicht ab, dass ich mir hier Sorgen machen müsste. Das scheint der letzte von ihnen gewesen zu sein. Ja, tatsächlich. Das war der letzte Zirperkörper. Mehr von denen wird es hier nicht geben. Erkunden wir mal die Höhle. Unterberg? Lasst uns weitergehen. Ruhe, ich sehe davon etwas. Ihr Narr, ihr solltet bei der Wahl eurer Freunde etwas vorsichtiger sein. Lasst uns einen Moment hier warten und sehen, was geschieht. Das ist eure letzte Chance. Schwört Angmar noch einmal die Treue. Niemals. Dann stirbt! Mein Gebieter, Eindringlinge! Was erledigt sie? Und Skorgrim flieht erneut. Wir müssen uns um die Waffen kümmern. Oh je! Allerdings ist da hinten eine Sackgasse, ne? Also eigentlich kann er da nicht weit kommen. Seht nach diesem armen Mann. So, und der letzte Schwarzwald-Anführer. Ich werde diesen mysteriösen Zwerg verfolgen. Okay, dann kümmere ich mich um den Anführer. Renn du ihm hinterher. Könnt ihr mich denn nicht meinem Elend überlassen? Mal sehen. Ihr hättet nicht einen Moment früher kommen können, oder? Bevor der Zwerg mich durchbohrt hat, vielleicht? Nun ja, muss wohl so sein. Zuerst war es Eogan, der gesagt hat, dass wir alle reich werden, wenn wir Angmar die Treue schwören. Als daraus nichts wurde, haben ein paar von uns entschieden, dass wir nichts mehr mit Angmar zu tun haben wollen. Wir haben mit ein paar neuen Leuten gesprochen, Menschen, die vom Süden heraufkamen. Eine hässliche Gesellschaft war das, aber sie schienen zumindest keine grausamen Geister oder sowas auf uns hetzen zu wollen. Scheint jedoch, als ob Angmar der Gedanke nicht gefiel, dass wir sie verlassen würden. Dann tauchte dieser Zwerg auf. Und ihr seht ja, was er mit mir gemacht hat. Nun, ich vermute, die Schwarzwolds sind erledigt. Das war das Ende des letzten Schwarzwold-Anführers. Aber wir schauen mal, ob Skorgrim entkommen ist. Sieht wohl so aus. Ha. Ich habe keine Ahnung, wie er hier entkommen konnte. Jetzt finden wir seine Spur bestimmt nicht mehr. Okay, wir schauen mal kurz hier rein. Also eigentlich sind ja nur die Zellen, aber offenbar gibt es irgendwo einen geheimen Durchgang, den wir nicht kennen. Ich nehme mal an, hier ist irgendwie die offensichtlichste Stelle. Aber wir sind keine Zwerge, wir werden da niemals einen Durchgang erkennen. Skorgrim ist erstmal außerhalb unserer Reichweite. Wir haben auch wichtigere Aufgaben, auf die wir uns konzentrieren müssen. Einen Moment. Nun, es scheint, als ob dieser mysteriöse Zwerg entkommen ist. Wie er hier herausgekommen ist, bleibt mir ein Rätsel. Und nach dem zu urteilen, was ihr uns von diesem Räuber berichtet habt, sollte uns dieser Zwerg mehr Kopfzerbrechen bereiten als die Schwarzwolds. Nun, ich vermute, die Schwarzwolds sind jetzt wirklich am Ende. Trotzdem, irgendwie fühle ich mich immer noch nicht sicher. Wie dem auch sei, hier bleibt nicht mehr viel zu tun. Ihr überbringt die Neuigkeiten am besten eurem Waldläuferfreund in Bree. Es ist besser, wenn wir diesen Ort verlassen.
Die Waldläufer, die einst die Grenzen des Auenlandes bewachten, wurden aufgerieben. Frodo hat das Auenland verlassen, doch in Bre erwarten ihn große Gefahren. Ich komme zu spät. Jemand muss ihn vor den Nazgûl finden. Die Nazgûl sind in Bre eingefallen und wollten Frodo niedermachen. Aber Aragorn hat sie natürlich gerettet. Also jetzt ist es soweit, dass Frodo und seine Freunde im Tänzelnden Pony angekommen sind. Und wenn wir gleich nach drüben machen, dann werden sie es auch schon wieder verlassen haben. Wie ist das Wertebefinden? Gute Arbeit, für wahr, gute Arbeit. Diesen Schwarzwaldlümmeln haben wir es aber gezeigt. So, schauen wir mal, die Bannwartjacke ist, glaube ich... Oh Gott, nee, die ist ja viel schlechter als das, was ich habe. Gut, schauen wir mal weiter. Der Bannwarthammer... Nö, keine Lust. Also die Keulen, die ich gemacht habe, die finde ich besser. Auch wenn er natürlich ein kleines bisschen mehr Schaden hat, aber wir haben hier... Achso, kann ich gar nicht drauf zeigen. Vitalität und Schicksal plus 4 jeweils, das ist mir dann doch lieber. So, die unverwüstlichen Beinlinge kannst du vergessen. Na gut, dann schauen wir mal in die frisch hergestellte Rüstung. Dürfte ich kurz mit euch sprechen? Einen guten Tag wünsche ich euch. Was hält euch noch hier? Diese Schwarzwolds sind fort und wahrscheinlich für immer. Dieser seltsame Zwerg könnte noch irgendwo in der Gegend sein, aber ich wette, er wird irgendwo anders hinziehen, wo er interessanter ist. Ihr solltet eurem Freund Streicher in Bre diese Nachricht überbringen. Wenn er euch geschickt hat, dann wird er wissen wollen, was wir herausgefunden haben. Er hält sich vermutlich im Tänzelnden Pony auf. Diese Waldläufer trinken ganz gerne ein Bierchen und im Pony gibt es nach wie vor das Beste. Ich danke euch für eure Unterstützung, aber jetzt brauchen wir uns keine Gedanken mehr, um Räuber in dieser Gegend zu machen. Tatsächlich. Und damit geht es zurück zum Tänzelnden Pony. Sehr zuvorkommend, hier wird man ein bisschen hin und her teleportiert. Sehr freundlich. So, aber wir wollen doch mal kurz... wie lange hält das noch? Hält noch eine Weile, okay. Dann wollen wir mal ganz kurz hier in die... Hab ich den schon angelegt? Nein! So, in die Kiste reinschauen. Gut, was haben wir da? Ein frisch hergestellter Helm. Der ist sogar besser als das, was wir gerade tragen. Na klar, weil wir leichte Rüstung tragen. Was haben wir hier noch? Schulterpanzer. Oh, die interessieren mich. Ich glaube, die könnten es bald werden. Frisch hergestellte Jacke ist... auch besser, aber ich glaube, die Schulterpolster sind mir da wichtiger gerade. Wobei, hier sind plus 30, ne? Das ist schon... Haben wir jetzt alles mittlere Rüstung ist. Und ich teilweise noch leichte Rüstung trage. Ne, ich nehme aber mal die Schulterpolster, ganz einfach aus dem Grund... Warte mal, wir schauen die einfach mal an. Ja, passt aber besser als die, die ich jetzt momentan trage, glaube ich. Ja, wir nehmen die mal. Einfach aus optischen Gründen. So, dann legen wir die auch direkt an. Ja, also ich glaube, es sieht ein bisschen passender aus als vorher noch. Gut, nehmen wir so. So, dann wollen wir mal schauen. Streicher. Mit ihm... Kannst du bitte die Tür aufmachen? Dankeschön. Mit Streicher sollen wir sprechen. Und wir schauen mal, ob er da ist. Ich habe es ja eigentlich schon verraten. Streicher hat zusammen mit den Hobbits das Breland schon verlassen, beziehungsweise hat Bre verlassen. Sie sind halt jetzt in dem Mittenwassermond höchstwahrscheinlich. Nein, er ist noch da. Oh, da habe ich gelogen. Entschuldigung.